Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen, Entschuldigung, zurück zum Landwirtschaftssimulator 17 auf der Hermannsegg zusammen mit den Garderol und den... Hallo! Kinder. Hallo! Hast du dich gerade verschluckt? Ja, so alt bin ich. Ich habe was getrunken, wollte dann so mit zu viel Druck und ja. Kannst du mit Druck nicht umgehen? Doch, eigentlich ganz gut. Okay. Das wird auf den Bewerbungsgesprächen gefragt, ne? Können Sie mit Druck umgehen? Kommt halt immer drauf an, auf was, ne? Also, ich habe jetzt beispielsweise, das habe ich sogar ja vor mir, lustige Geschichte aus Rendis Alltag. Da freuen sich ja die Leute immer drüber, weil es ja sehr lustig ist manchmal. Dann sind wir, wie machst du das Ding hier an Formsilo anschalten? Dankeschön. Da habe ich hier einmal abkippen, danke. Da habe ich ja einmal Brief von meiner Sparkassenversicherung bekommen, ja. Ich habe meine ganze Versicherung dort. Und die hat mir dann ja irgendwann mal im Anfang Mai geschrieben, hallo, wir wollten einen Beitrag abrufen. Da haben wir dann gesehen, wir konnten das nicht mehr abrufen. Da habe ich dann so gesagt, das ist richtig, weil das Konto existiert nicht mehr, haha. Und deswegen sind sie halt vom Lastschriftverfahren abgemeldet und jetzt müssen sie halt die 3 Monate im Voraus selber bezahlen oder sie geben wieder selber Lastschriftmandat. Und das ist kein Problem, zahlt euch im Voraus manuell, ne, da habe ich eine bessere Kontrolle drüber. So, hab das gemacht und jetzt habe ich am 19. wieder einen Brief bekommen per Einschreiben. Das lautete dann Mahnung. Da mahnen sie an, dass meine Privathaftpflicht, meine Glasversicherung und meine Hausratversicherung für den Monat Mai bis Juni noch nicht bezahlt worden ist. Und ich solle dann doch bitte die 12,64 Euro plus 5 Euro Mahngebühren überweisen. Ansonsten erlischt meine Versicherung so lange, bis das nicht bezahlt wurde. Da war ich erst kurzerhand minimal verwirrt, weil ich habe ja eigentlich schon bezahlt, aber der Monat, wo die das dann angefangen haben, da war in der Rechnung damals noch nicht drin. Das war Juli bis Oktober. Naja, und da habe ich dann als braver Bürger, wie man das eben so macht, habe ich dann mein Online-Banking geöffnet, habe dann die Daten eingegeben, habe 12,65 Euro überwiesen bzw. eingetragen, habe im ersten Betreff meine Versicherungsnummer geschrieben, im zweiten Verwendungszweck Mahngebühren könnt ihr euch schenken und habe es abgeschickt. Alles richtig gemacht. Das ist echt. Ja, ganz ehrlich. Legen Sie sich nicht mit mir an. Ich lege mich mit Ihnen an. Naja, ganz ehrlich, 5 Euro. Also erstmal, Mahngebühren gehen ab 3 Euro los. Wenn nicht ab 5 Euro, das ist gesetzlich festgelegt. Und wegen 5 Euro macht dir keiner ein Fass auf, weil das lohnt sich absolut nicht. Ne? Keiner. Gut, das Finanzamt schon, ja, aber ansonsten macht da keiner ein Fass auf. Ja, und da ich Mahngebühren immer für sehr, wie soll man sagen, problematisch halte, gerade in dem Fall, wo ich nicht mal vorgewarnt worden bin, sondern einfach kleine Mahnung kam, sehe ich das nicht ein, da 5 Euro zu bezahlen. Habe ich bei Clara, das ist so eine Datendienst, der läuft über PayPal, aber da kannst du das Ganze über Rechnungen machen, hatte ich auch öfters mal genutzt, habe es dann immer so 3 Tage oder 2 Tage so verschlafen, dann eine direkte E-Mail. Hier, Mahnung, den Betrag plus 3 Euro Mahngebühren, sind die leer? Ja. Gut, das nächste Feld. Kam dann auch immer gleich hier 3 Euro Mahngebühren mit, bitte. Habe immer nur den normalen Betrag überwiesen. Gut, das habe ich 3 Mal gemacht, dann haben sie mich gesperrt aus dem System. Mittlerweile geht es wieder, aber ich glaube, die hat mich dann erstmal ein halbes Jahr gesperrt. Die 9 Euro wollten sie dann, also die haben die 9 Euro nie eingefordert, ne? Aber das wollten sie dann auch nicht so auf sich sitzen lassen. Naja, wie jetzt Batman. Aber so musst du es heute daran machen. Nicht immer gleich bezahlen und kleingeben bei sowas, sondern so einfach mal sagen, nö. Aber man muss auch dazu sagen, dass man zum Beispiel, sieht ja auch immer ganz, ganz unten, meistens auf den Mahnungen steht dabei, wenn sich dieses Mahnschreiben mit ihren zwischenzeitlichen Zahlungen gekreuzt haben, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos. Das ist richtig. Darauf berufe ich mich jedes Mal. Okay. Ja, weil so eine SEPA-Überweisung, die kann auch schon mal länger als 24 Stunden dauern, Kappa. Absolut. Die Technik heutzutage, ne? Die macht dir wie alles einen Strich, ne? Ja, weiß ich nicht, du.
Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. So kann man das natürlich auch machen. Ich sag mir dann halt immer wieder, zahle ich nicht. Und wenn ihr die 3 Euro unbedingt haben wollt, boah, lacht sie doch ein. Macht da, du lachst, es gibt wirklich Betriebe, die das machen, ne? Ja. Keinen Kassebüro nimmt solche Billo-Aufträge an. Kein Schwanz. Lohnt sich ja auch null. Doch, das gibt's in der Tat. Ja, die größten Verbrecher dann. Naja, also es gibt ja dann, die Mahnsätze steigen ja dann an, ne? Also bei höheren Mahnsätzen, dann gehen die schon hinterher. Ja, bei höheren Mahnsätzen, wenn du jetzt, was weiß ich, irgendwas gekauft hast und verweigerst dich einen Monat oder Monate lang und dann kommen dann schon, keine Ahnung, 50 Euro Mahngebühren dazu, dass dann das Kassebüro mit der Gesamtsumme plus die Mahngebühren plus das Kassebüro, dass sie dann drinnen steigen, das ist ja klar. Da steht ja ein gesamter Betrag im Raum. In dem Sinne, ich habe jetzt ja meinen Betrag durch meine Versicherung bezahlt und damit hat sich das. Jetzt geht es ja nur noch um diese Mahngebühren, die aus der Luft gegriffen sind, also Mahngebühren ja an sich haben. Was ich immer sehr frech finde, muss ich sagen, das kann ich jetzt als Unternehmer auch sagen, das Kontoabzug sagt euch was, ne? Mhm. Ja, zahlst du innerhalb von 14 Tagen beispielsweise, kriegst du... Wenn er gewährt wird. Richtig. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass auf der Rechnung jetzt draufsteht, bei Zahlung von, sagen wir, 14 Tagen, 2%. Mhm. So, weißt du, was jetzt mir in letzter Zeit öfter passiert? Dass Leute nach vier Wochen zahlen und, ja, 2 oder 3% abziehen. Ja. So, dann mache ich ein Schreiben, das ist schon eine Vorlage bei uns, wo da drin steht, nee, das ist ungerechtfertigt, weil das war für den und den Zeitraum vereinbart. Das juckt keinen Menschen. Ja. Die Leute nehmen sich alle Freiheiten, ziehen sich vielleicht noch ein Prozent mehr ab und 2 Wochen später interessiert ja niemanden, weißt du? So. Aber das ist eine Frechheit. Genau, und dazu habe ich auch eine Geschichte. Und zwar, als ich damals meine erste Firma habe, habe ich damit auch hier einen... die Firma, wo ich früher für gearbeitet habe, dann auch beliefert, ne? Ja. Und dann wurde ich irgendwann in die Finanzbuchhaltung hochzitiert, wir müssen mal über deine Rechnung reden. Ich so, ja, wir sind damit. Ja, können wir nicht Skonti machen? Ich so, ja, können wir machen. 2%, 3%? Ja, okay. 3%, 14 Tage. Alles klar. Und das ist die gleiche Firma, von der ich jetzt, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal erzählt habe, ne? Mit den Einkäufern und den, die dann auch sagen, Leute, wenn das mit den Rechnungen nicht funktioniert, wie sollen wir im Einkauf dann mit unseren Lieferanten vernünftig verhandeln, wenn die sagen, ja, aber ihr macht doch immer hier Kacke bei unserer Rechnung, ne? So. Mhm. War bei mir genauso. Und zwar wurden dann die Rechnung trotzdem erst in 6 Wochen bezahlt und trotzdem Skonti gezogen, ne? Ja. Und dann habe ich den Chef von der FIBU, der war dann im Aufzug mit mir und ich sage, ja, Kollege, pass mal auf, wir haben darüber gesprochen, so geht's nicht. Dann ist der zur technisch-kaufmännischen Leitung, hat sich über mich beschwert, wie ich mit ihm so reden könnte. Hm. So, was er nicht wusste, Vizechef des Unternehmens, also technisch-kaufmännische Leitung, ich war ein Buddies, ja. Der hat mich da, das war mein Mentor, der war schon kurz vor der Rente, und der hat mich da durch die Firma durchmentoriert, der war auf meiner Seite. Da habe ich ihm das geschildert, pass auf, so und so ist das. Was er, okay, ich rede mit Chef. War ich in der Bude unterwegs, da kam der Chef um die Ecke. Hör mal hier! Das ist super Typ halt. Was ist das hier mit der Rechnung? Ich so, ja, so und so. Um Renny mal zu zitieren, so und so. Da holt er sein Portemonnaie raus, drückt mir das im Bar in die Hand und entschuldigt sich und sagt ihm, das ist im Hochnot peinlich. Weißt du, also, das macht man nicht. Nee, das macht man nicht. Dieses Bild, wie der vor mir stand, das war dem so unangenehm. Ja, und dieser Buchhalter, der feiert sich wahrscheinlich bis heute noch, wie schlau er ist. Ja, das ist aber, man sieht sich auch 3-mal, 4-mal im Leben in der Regel. Und nee, also macht das nicht. Macht's wie vereinbart. Ich mache auch zum Beispiel in das darf eigentlich auch keiner wissen, so, ne? Aber das mache viele Sachen im geschäftlichen Bereich immer noch auf Handschlag. Ja. Oh, das ist aber tödlich teilweise. Das kann tödlich sein, kann aber auch ein Vorteil sein. Ne? Wenn diese Vertrauensbasis da ist, ist das nicht schlecht. Und ich bin bis jetzt, toi toi toi, damit noch nicht auf die Nase geflogen. Sollte man auch nicht machen, wollte ich damit sagen. Also, ne? Macht immer alles schriftlich. Aber ich weiß auch, mit wem ich das mache, sagen wir es so, ne? Ja, ja, gut. Ja, also, ich kenne dein Leid, Werner. Ja, das ist... 10. Nicht angenehm. 10 Rennen. Hä? 10. 10? 10 Kammer.
Ah ja. Ich meine, dann. Na, warum hast du das? Vor allen Dingen, das sind ja dann auch, ich weiß nicht, aber bei dir. In der Vielzahl der Rechnung wahrscheinlich, bei mir war es dann halt in der Rechnungssumme. Oh. Ja, wenn das dann über mehrere Monate ist und immer wieder, das ist ja nicht gerade so wenig, wenn das alle machen, Erfolgszeichen. Ja? Erstens das ja, am Jahresende kommt da schon ein nettes Sümmchen raus, so. Aber zweitens ist es einfach eine Frechheit. Ja, ja, das klar. Das ist das, was mich noch mehr stört. Das ist einfach eine Frechheit, das macht man nicht. Ja. Nächste Woche eine Collision Mod, eine Kollisionskamera, bitte. Jo, schreib's am Zettel. Das ist ja mal absoluter Abfuck hier. Ich hab gerade die Kühe sauber gemacht, frag mich nicht wie. Wie? Im Ladewagen. Ernsthaft? Wow. Ja, ja, wir hatten ja nichts. Wir hatten auch nichts, also bitte. Bist du durchgefahren? Bist du da reingefahren? Klar. Oh, ja. Mann. Aber die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Gras im Anhänger? Dein anderes dazu packen, oder nicht? Was? Du hast doch gemäht, oder nicht? Ja, aber. Der Ladewagen ist voll, was mache ich jetzt? Wir wollen nichts mehr haben. So. Ja. Warum bis das Silo fertig ist? Das müsste aber also fertig sein. Guck mal. Ja, soll ich das auch mit dem Frontrad? Wir haben ja gar keine Schaufel. Wir hatten ja nichts. Ja, jetzt? Jetzt stellen wir das Projekt, ist eh nicht so beliebt, dann stellen wir das Projekt ein. Okay, Silo ist offen. Also jetzt doch nicht. Warte mal, ich baue mal ein Schäufelchen. 1400. Nein, wir wollen also einen geilen Quadratballenschneider, obwohl ich immer noch nicht weiß, was wir dann anschließend damit machen, aber... Ja. Irgendwie haben wir keinen Plan, kann das sein? Eine Bewegung. Okay. Geht aber voran hier. Ja, wir sind schon weiter als in 110 Folgen Hauptfach. Absolut. Ich brauche einen Anhänger. Ja, Mann. Wir sind gleich soweit, zwei Bahnen noch. Ja, gut. Hat er dann alle vier Felder geerntet? Jetzt wäre es. Aber zwei ist cool. Aber Garderoy tauscht dann mit mir drei Wetter, dann geht's schneller. Genau. Ist ja nett. Wir wechseln uns immer ab. Hä? Ja. Das, was euch Spaß macht, Jungs. Ist der Frontrad da noch am Fan dran? Das fragst du noch. Fragst einen Freund. Ich brauch den. Der geht doch nicht ab. Ja, dann. Weißt du, also. Randy. Ja, bin noch dabei. Mach den ab oder nimm den anderen Traktor mit. Ja, warten Sie kurz. Oder fahren wir vorbei und sagt, leck mich am Arsch. Okay, danke. Ich red da mit dir. Achso, ja, gut, okay. Irgendwie ist die Vorwärtsrückwärtsschaltung wieder aus. Wer macht die denn immer aus? Ich weiß es doch gar nicht. Sowas. Ja, Corn Shiver. Läuft, Randy. Ich hab einfach noch nie geklickt, Junge. So. Ja, rum sind mal ihre gefilmte Rabammel da weg. Obwohl, nee, ich komme so vorbei. Boah! Achse gebrochen. Naja, gibt Schlimmeres. Absolut. Das klingt jetzt vielleicht blöd, Randy, ne? Aber versuch mal. Ich soll versuchen, okay, warte. Ich weiß nicht, was du vorhast. Du wolltest den Traktor an. Nee, achso, soll ich einen Traktor. Alles gut. Das sind schon geile Maschinen, ne? Das war eine geile Zeit. Da hast du als Kind, da war hier die Firma, der Landwirt, der den großen Drescher hatte, der wurde sich dann, ne, von einem Landwirt zum nächsten halt. Und dann hieß es, heute kommt der Drescher. Da bist du als kleiner Steppke, dann zum Feld hochgestiefelt, 5 Stunden bevor der Drescher kam und hat auf den Drescher gewartet. Das ist richtig. Beim Häckseln war das kleiner genauso. Beim Häckseln werden kein Mais, aber... Oh. Aber unser Nachbar, der hat irgendwie seinen Hof direkt hier vor unserem. Und das ist quasi so eng, als da hast du echt, wenn wir hier vorne im Gärtchen gesessen haben, Angst, dass die Maschinen hier den Kaffeetisch abholen. Das war schon so. Und hat der keinen Schneidwerkswagen, Herr Rendissen? Nein, wir haben kein Geld dafür. Hat noch nichts. Ich weiß noch, es gibt ein Foto von mir, wie ich mit 10, 12 Jahren am Feld stehe mit einer Sichel in der Hand und hinter einen Häcksler herlaufe. Hä? Ja, ziemlich verstört, aber hatte schon seinen Sinn damals. Ist ja selten, ne? Das aktuellste Foto, was die Öffentlichkeit von dir kennt, ist das auf der Formlingsimulator-Seite. Das ist richtig. Das sieht nicht mehr allzu frisch aus. Ja, bin auch schon alt und eingefallen. Oh. Oder das Foto ist da in ganz ungünstigen Zeitpunkt entstanden, aber es müsste gemacht werden.
Vielleicht war es auch das, wer weiß. Wer weiß das schon? Da haben wir lang. Oh, der Renny hat einen Parcours gebaut hier. Yay! Nee, danke, die Renny. Die Palette, die hat noch. Ja, der wieder auf Wernergy, ist klar. Natürlich, ich bin auch weiter weg, ja. Ne? Alles gut. Du kannst in Alaska wohnen, du kannst auch den Bierfall gebaut. Ich mag Alaska. Und Alex? Ah, nee. Ja, so weit. Das war kein. Meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Bart wieder, wenn ihr mögt. Im nächsten Bart? Ja, im nächsten Bart, wenn er mir mal gewachsen ist. Das Däumchen da lassen nicht vergessen, bei Ansgar, bei Garderol und Werner vorbei. Also, in dem Sinne dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.